Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Die Asynchronmaschine ist unser Thema. Wir haben von der Asynchronmaschine jetzt schon einiges gehört. Unter anderem habe ich auch einmal etwas erzählt über, wie kann man die Drehzahl verstellen. Da haben wir noch diese Mittelpunktsanzapfung und so weiter gehabt. Und da habe ich erwähnt, ja, man kann auch Stromrichter dazu verwenden. Ja, also Frequenzrichter. Heute wollen wir uns das ansehen, wie das prinzipiell funktioniert. Also, haben wir uns ja das Bremsen angesehen, ja, und da habe ich diese Kurven aufgezeichnet, und dass ja, wenn sich die Drehrichtung, also wenn wir die Maschine antreiben, dass es da zum übersynchronen Bremsen kommt, dass sich das Moment praktisch umkehrt an der Welle und so weiter, und dass es praktisch eine gespiegelte Kennlinie gibt. Das habe ich hier jetzt übertragen mit den gleichen Farben, also das ist unsere normale, so eine Motorkennlinie, wenn wir hier wieder die Drehzahl N auftragen oder den Schlupf S, das ist ja praktisch das gleiche, ja, und da das Moment haben, dann schaut halt das so aus. Ja, das haben wir im Motorbetrieb und hier wechseln wir in den Generatorbetrieb und hier haben wir die nennsynchrone Drehzahl NNS. Ja, das ist die Drehzahl mit der Nennfrequenz. Wenn wir jetzt einen Umrichter haben, einen Frequenzumrichter, können wir uns praktisch diese synchrone Drehzahl aussuchen. Okay? Das heißt, diese synchrone Drehzahl können wir variieren, und zwar in beide Richtungen an und für sich. Wenn wir jetzt diese synchrone Drehzahl variieren, das haben wir da drüben auch beim Gleichstrombremsen gesagt, dann verschiebt sich diese Kurve hier einfach. Ja? Das heißt, wenn ich die synchrone Drehzahl zum Beispiel da einlege, ja, dann schaut halt die Kurve so aus, die hier. Einfach parallel rüber verschoben. Okay? Und unten natürlich dann entsprechend verschoben. Ja? Schauen wir so aus, da zeichne ich gar nicht weiter. Einfach parallel verschoben. Und jetzt kann ich mir vorstellen, das mache ich halt ein paar Mal. Ja? Dann geht das da nach oben, immer so. Parallel verschoben. Back. So schaut das aus. Hier nur mal. Ich habe jetzt nur ein paar diskrete Frequenzen aufgezeichnet. Da ist mir schon wieder nicht mehr so gut gelungen. Aber ich denke, man kann sich das vorstellen, oder? Also, so schaut das aus. Und in Gegenrichtung schaut es natürlich ähnlich aus, ne? Weil da ist vorher da runter. Ja? Da habe ich das Kippmoment in Gegenrichtung und dann komme ich da runter. So irgendwie. Ja? Weil eigentlich ist es dem Motor egal, ob es links- oder rechtslauf ist. Das ist ebenfalls Motorbetrieb. Motorbetrieb. Gell? Und das habe ich dann auch da ein paar Mal praktisch. Immer parallel verschoben sind diese Kurven. Und da sehen wir schon, erst, da können wir eigentlich schon ganz gut den ganzen Bereich hier abdecken, gell? Und da in der Mitte an und für sich habe ich eine, diese Kennlinie, die hier, die entspricht praktisch den Gleichstrombremsen, gell? Das ist jetzt die Gleichstrombrems-Kennlinie, Frequenz 0, synchrone Drehzahl 0, ja? Das ist das praktisch, was wir hier beim Gleichstrombremsen gehabt haben. Ja, das ist das da. Frequenz 0. Das ist ja praktisch diese Kennlinie hier. Ja. Hier sind wir interessanterweise in beiden Richtungen im Generatorbetrieb. Ja. So, also wenn ich jetzt einen Frequenzumrichter habe, der
der das beherrscht, was ich jetzt gerade einzeichnet habe, alles was blau ist, dann kann ich praktisch den Motor in beide Richtungen verwenden, ja, mit verschiedenen synchronen Drehzahlen und entsprechenden Moment, ja, weil ich habe eigentlich die Leistung P ist M mal Omega, ja, die Leistung P. Das Moment mal der Winkelgeschwindigkeit, also praktisch der Drehzahl. Ja. Und wenn das größer wie 0 ist, ja, ist das ein Motor. Dann nimmt der Energie auf. Okay? Das ist das Blaue. Ja. Sollte ich einen Frequenzumrichter haben, der rückspeisefähig ist, ja, der auch Energie wieder aufnehmen kann, dann kann ich da unten auch, und schau mal sich das an, was da passiert. Ja. Jetzt da fahre ich da unten weiter und ich verschiebe das einfach weiter in diese Richtung. Ja. Und wir sehen, es kommt automatisch zu diesen Kurven da. Ja. Das ist also gar nicht so ungewöhnlich, sagen wir mal. Ja. Also das sehen wir schon. Ja. Das verschiebt sich einfach darüber, ja. Und genauso hier verschiebt er sich ebenfalls weiter einfach, ja. Da sind wir benannt, da verschieben wir. So schaut das aus. Schön eigentlich. Ich denke, man kann sich das vorstellen. Also ich zeichne immer nur diesen fallenden Teil der Kurve hier. Ja. Aber eigentlich ist natürlich dieser Schwanz hinten nach auch. Ja. Aber man benutzt sowieso nur diesen Teil. Ja. Ja. Und so haben wir praktisch, das ist, wenn es kleiner 0 ist, ja, Generatorbetrieb. Und da brauchen wir rückspeisefähigen. Wenn wir einen rückspeisefähigen haben, können wir alle vier Quadranten verwenden, vier Quadrantenbetrieb. Wenn wir nur einen Frequenzumrichter haben, der Leistung hergeben kann praktisch, dann haben wir nur diese zwei Quadranten zur Verfügung. Gut, was passiert, wenn ich die synchrone Drehzahl höher wähle? Naja, die Spannung kann nicht weiter wachsen. Ja, wenn die Spannung nicht weiter wachsen kann, da bin ich dann irgendwann auf der maximalen Spannung. Wir schauen uns das an. Ja. Auf alle Fälle, jetzt müssen wir einfach mal akzeptieren, dass hier, beginnend mit hier, wird das Moment dann immer kleiner. Ja. Darüben können wir nur mehr kleinere Momente. Das flacht dann ein bisschen aus so. Da können wir nur mehr kleinere Momente fahren. Und genauso hier natürlich, ja, da fahren wir auch noch nur mehr kleinere Momente. Gell? So schaut das aus. Wenn wir über diese synchrone Drehzahl drüber kommen, müssen wir kleiner werden. Und entsprechend werden wir auch hier unten kleiner. Gell? Von halt da nicht so weit drauf und auch hier nicht so weit drauf. Und dann wird das immer kleiner und immer kleiner. Ja. So schaut das dann aus. Ja. Ja. Und auch hier natürlich werden wir hier entsprechend kleiner. Jetzt wird schon langsam ein bisschen. Ja. Bis hierher haben wir praktisch gleiches Moment zur Verfügung bis zur synchronen Nennzahl und dann müssen wir das Moment, reduziert sich das Moment. Ne? So schaut das aus. Ja. Können wir, da wird das nachher orange, praktisch,
Die grüne Linie ist eigentlich ebenfalls eine Orange. Die habe ich jetzt nur grün eingezeichnet, dass wir sehen, okay, das ist eigentlich das Gleichstrombremsen. Also der ist der erste, der in beide Richtungen orange ist, da auch für sich. Gell? Das Moment sollte eigentlich nach oben und nach unten gleich sein, ist mir nicht ganz gelungen, muss ich sagen. Aber naja. Ja. Kennlinienfeld für eine Asynchronmaschine mit Stromrichter, wo ich mir die synchrone Drehzahl aussuchen kann. Steigt die synchrone Drehzahl über die nensynchrone Drehzahl, dann sinkt das Moment und bis dorthin bleibt eigentlich konstant. Wie sind jetzt solche Stromrichter aufgebaut? Nun, da gibt es auch für sich zwei verschiedene Arten. Es gibt einen Zwischenkreisstromrichter und einen Direktumrichter. Wie die aufgebaut sind, hören wir in den nächsten Videos. Ja, das ist jetzt einmal, dass man sieht, okay, man kann die Asynchronmaschine überall hinbringen. Überall. Im ganzen Kennlinienfeld bringen wir die hin. Ja. Nächstes Mal hören wir etwas über den Zwischenkreisumrichter, der relativ häufig eingesetzt ist. Wie der funktioniert und wie der überhaupt, wie bringt denn der andere Frequenz hin? Das hören wir das nächste Mal. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.